Wir müssen jetzt grundsätzlich die Asyl- und Einwanderungspolitik unseres Landes ändern. Wenn wir das nicht tun, dann wächst uns dieses Problem über den Kopf. Eine konsequente Abschiebepolitik gegenüber afghanischen Staatsbürgern, syrischen Staatsbürgern, irakischen Staatsbürgern. Insoweit ist die Forderung natürlich nach einem Aufnahmestopp, gerade auch durch, also aus Syrien, aus Afghanistan, natürlich völlig nachvollziehbar. Die Migration begrenzen, es wächst uns seit Jahren über den Kopf. Solingen, ein Attentat verübt von einem Geflüchteten und eine politische Rhetorik, die den Terror Einzelner zum Migrationsproblem insgesamt macht. Emotionen, Wut, Angst, Leute fertig machen, degradieren, schlecht machen. Und so können ja keine Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, dass es eine unglaubliche Zumutung ist, dass die Menschen unter Generalverdacht gestellt werden und sie resultieren daraus auch gar keine Sicherheiten mehr haben. Abschottung und Rausschmeißen, das sind im Moment die einzigen Modelle, die angeboten werden. Diese Modelle sind weder nachhaltig noch sinnvoll. Berlin-Marzahn, das neue Zuhause von Familie Mastou. Fernab von Damaskus, fernab vom Bürgerkrieg in Syrien. Wie gerade über Geflüchtete gesprochen wird, beunruhigt sie. Wenn wir nach unserer Zukunft denken, bekommen wir Angst. Machen wir viel Sorgen. Dass wir wegen dieser Leute, dieser kleine Teil von die Flüchtlinge, dass wir alle eine Strafe bekommen. Mit dem Attentäter von Solingen verbindet sie rein gar nichts, außer ihr Herkunftsland Syrien. Die mörderische Tat für die Familie ein Schock. Wir sind hier, um einen sicheren und ruhigen Leben haben. Und Deutschland hat uns diese Chance gegeben. Warum wir nutzen diese Chance nicht? Warum wir töten diese Leute, die haben die Tür vor uns geöffnet? Das finde ich schrecklich. Mariam Al-Mohammed ist Laborantin im Krankenhaus. Ihr Mann Haitham arbeitet als Betreuer in einer Flüchtlingsunterkunft. Der Asylantrag lange bewilligt. Doch die aufgeheizte Stimmung trifft sie. Alle Syrer und Afghaner, die sich einen Ruf aufgebaut haben, die sich eine Immunität aufgebaut haben, das ist alles wieder zerstört, nur wegen einer Person, die jetzt unschuldige Menschen umbringt und verletzt. Das ist einfach nicht richtig. Diese Gruppe, sie machen Schwierigkeiten für andere, machen die Tür zu für andere. Sie machen für andere einfach das Leben hart hier in Deutschland. Mehr als 1 Million Schutzsuchende aus Syrien und Afghanistan leben in Deutschland. Auch Javed Rahmani. Vorurteile, eine Alltagserfahrung. Ja, solche Fehler macht bei uns das Leben viel zu viel schwer. Wenn einer guckt, okay, ich bin aus Afghanistan, die gucken bei bösen Augen. Er floh aus Afghanistan, wo er als Kind seine Eltern verlor. Hat nach Jahren der Unsicherheit einen Aufenthaltstitel bekommen, eine Ausbildung absolviert, arbeitet und sorgt sich nun um das, was er hier erreicht hat. Okay, der eine hat Schuld gemacht, er bekommt seine Strafe, jetzt fliegt wieder nach Afghanistan oder Iran oder Syrien. Das ist genau richtig, aber nicht mit den anderen, weil ich bin selber von Afghanistan weggelaufen hier gekommen. Wenn ich gehe wieder da, ich weiß genau, was passiert mit mir. Im Restaurant Kreuzberger Himmel arbeiten ausschließlich Geflüchtete. Rami Adam war in Syrien Balletttänzer. Jetzt ist er hier der Koch. Ich sage, ich bin jetzt wie deutsche Leute. Nicht Flüchtling, ja. Ich komme aus Syrien, ja. Aber ich respektiere Gesetz, ja. Wer arbeitet, integriert sich auch. Im Kreuzberger Himmel kann man das sogar probieren. Studien belegen, nach 7 Jahren haben 2/3 aller Geflüchteten eine Arbeit. Vielen Dank. Danke. Natürlich brauchen wir Migration, sagt Restaurantgründer Andreas Tölke. Viele, die bei ihm angefangen haben, haben längst ihren Weg gefunden. Seit 9 Jahren macht er das und seit 9 Jahren erlebt er kaum Bewegung in der Politik. Wir erleben keine Partei, die konstruktiv an Integration arbeitet. Wir erleben Abschottung, wir erleben restriktive Gesetze. Und für die Menschen, die hier angekommen sind, die berechtigt sind, hier Asyl zu haben, bringt das eine so unfassbare Verunsicherung. Menschen, die hierher geflüchtet sind, sind auf einmal verängstigt, dass sie wieder in die Heimatländer abgeschoben werden. Die sind vor Terror und Verfolgung geflohen.
Das heißt, ich komme hier an aus Afghanistan, aus Syrien, aus Terror und Verfolgung, hoffe, dass ich jetzt hier in Frieden leben kann und erlebe Misstrauen, erlebe eine überbordende Behördenkultur. Moabit hilft. Der Verein berät und unterstützt Geflüchtete in fast allen Belangen. Und viele Geflüchtete arbeiten hier ehrenamtlich mit. Eine von ihnen ist Shahnaz Ali aus Syrien. Sie meint, Terrorismus unterscheidet nicht, bedroht uns alle. Das nicht bedeutet, die Deutschen haben Angst. Ich auch habe Angst. Alles, ich habe in meinem Heimatland auch, ich hatte Angst. Darum ich bin da, hier. Nach den Toten von Solingen, der Angst vor weiteren Attentaten, wird über ein schärferes Waffengesetz, Terrorismusabwehr diskutiert. Vor allem aber über Abweisung von Asylsuchenden an der Grenze und über Abschiebungen. Wir haben ja ein Grundgesetz, an das wir uns halten müssen. Es gibt ein Asylrecht, zu dem wir uns auch bekannt haben. Es gibt die UN-Menschenkonvention. Und diese Versprechungen, die jetzt gemacht werden, sind meines Erachtens totaler Populismus. Schaut euch mal die Schulen an, schaut euch die Wohnraumsituation an, schaut euch die Universitäten an, schaut euch die Krankenhäuser an, schaut euch die Arztpraxen an. Schaut euch an, was das für Konsequenzen hat, wenn ein Land durch Migration überfordert wird. Für die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Gilda Sahebi folgen solche Aussagen einem ihr wohlbekannten Muster. Migration ist schuld an Wohnraummangel, an schlechten Schulen, an Universitäten, wo auch immer das herkommt. Und das hat dann mit dem Problem des Islamismus oder der Messerangriffe nichts mehr zu tun. Man widmet sich nicht diesem Problem. Natürlich ist es ein Problem, wenn Menschen mit Waffen andere Menschen angreifen. Natürlich ist es ein Problem, wenn Menschen einer Ideologie verfallen, die menschenfeindlich ist. Und zwar egal welcher Ideologie. Das ist ein Problem, gerade auch in einer Demokratie. Und das müsste man angehen, tut man aber nicht. Der eingeübte Reflex ist, die Migranten sind schuld, die Ausländer sind schuld. Und genau das passiert gerade auch. Schlussfolgerungen, für die auch Mariam Al-Mohammed kein Verständnis hat. Ihre Familie ist angekommen in Deutschland. Geranien auf dem Balkon. Arbeit, Schule, Wohnung, Ehrenamt. Ihr Mann Haitham trainiert Kinder beim FC Union. Wir versuchen immer was gut machen, was ist positiv. Aber trotzdem, wir schaffen nichts. Nicht nur die schlechte Seite zeigen, auch die Leute, die streben und sie mitmachen und zum Gesellschaft gehen und wollen gerne, dass es sie ein Teil, ein erfolgreicher Teil von Deutschland sein. Dafür geben sie alles und hoffen, dass es auch gesehen wird. Gerade wartet die Familie auf ihre Einbürgerung, denn ihr Zuhause ist jetzt in Berlin.